Wedau-Stadion. Nach 30 Minuten betrat der Freiburger Wassmer Duisburger Rasen und 5 Minuten später traf er zur Führung für die rot gekleideten Breisgauer. 0:1 der Halbzeitstand. Durchgang 2, Foul von Schmadtke am Duisburger Marien. Der Gefällte mit dem fälligen Elfer. 1:1, 68. Minute, Markus Marien. Dann begann der Wassmer-Lauf erst richtig. 60 Sekunden nach dem Ausgleich, Uwe Wassmer das 1:2. Und Wassmer hatte den Hals noch lange nicht voll. 1:3, Tor Nummer 3 für den Stürmer des Freiburger Sportclubs, dem 14 Minuten vor dem Ende vom Duisburger Neihus das 4. Tor verdorben wurde. Aber Alain Sutter, 1:4, Freiburgs erster Auswärtssieg, Duisburg im tiefen Abstiegssumpf.